Hallo ihr Lieben, willkommen zurück bei Renis Bastelkau-Oase. Langsam habe ich das Gefühl, meine Kamera will mich im Stich lassen. Hat eben schon wieder rumgezickert. Tag 27. Ein bisschen ruhiger heute, allerdings etwas mit Schmerzen. Naja, ich will mal nicht meckern. Es steht noch aus: die Trauerkarte, die Blockkarte und die Memory-Dex-Karte. Gothic, Schwan, Rostoptik, machen wie ich's mag. Obst, Gemüse, Einladung zum 50. Wobei, ich glaube, den nehme ich raus, weil ich kann auf jede Karte schreiben, Einladung. Theoretisch. Drucken über Acrylblock und Orange. Unterschiedlicher könnten diese Dinge nicht sein, glaube ich. Heute wird wieder klein gezogen, weil jetzt haben wir noch genau 5 Stück, 3 kleine, 2 große. Und ich nehme die Mitte. Und ich habe das nämlich schon gedacht, dass das das ist. Das ist nämlich noch schwieriger mit den Sachen zu kombinieren. Aber die müssen irgendwann mal weg. Das sind die Glow Drops. Die grüne habe ich ja leider nicht bekommen. Die ist irgendwie überall ausverkauft. Und aktuell Nuvo-Nachschub ist schwierig. Dementsprechend habe ich nur die 3 Farben, aber wenn ich wirklich grün will, dann mische ich. Ja. Nichtsdestotrotz. Ich glaube, ich werde mir jetzt mal die Kiste. Ach, das mache ich gleich. Das ist nämlich die Kiste mit den Sachen, die ich alles schon verarbeitet habe. Und ich glaube, hier werde ich jetzt mal durchstöbern, was ich davon noch nutzen kann, weil nur mit den Drops wird es jetzt auch ein bisschen schwierig. Auch Rostoptik wird für mich schwierig, weil ich habe kein Papier, ich habe auch keinen Kupfer. Muss jetzt auch mal gucken, wie ich das anstelle. Ich muss mal gucken, ob ich so Blattmetall in der Farbe habe. Das könnte noch. Ist dann aber auch Kupfer und nicht Rost. Naja, ist auch egal. Ich mache mir jetzt erstmal Gedanken, was ich mache. Und wir sehen uns gleich. Und es bleibt spannend, aber es scheint zu funktionieren. Ja, nach gestern traue ich der Kamera irgendwie nicht mehr so. Also ich denke, ich werde Memory Decks machen. Was ich genau mache, weiß ich noch nicht. Ich habe jetzt mal rausgesucht, die Sachen, die noch stehen, was ich dazu habe. Also zu Obst und Gemüse, ja, habe ich jetzt nicht wirklich viel. Also ich habe Erdbeeren und dieses Set mit Himbeeren, Kirschen, Heidelbeeren, Blaubeeren, was auch immer das für Beeren sind. Den Schwan hätte ich, das ist aber auch der einzige. Hier wären noch so ein paar Melone, Zitrone und auch so ein bisschen von der Farbe mit Orange. Nee, da nicht so. Da auch nicht. Was habe ich denn eben gesehen, als ich das durchgeblättert habe? Ach so, wahrscheinlich habe ich nur die Farbe gesehen. Das hätte ich noch im Angebot. Hier ist auch nochmal Ananas dabei. Ananas, Ananas, Ananas. Und hier habe ich jetzt noch Blöcke, die Orange enthalten. Wie ich das Ganze jetzt zusammenfassen soll, weiß ich nicht. Ach so, und dann bin ich eben beim Aufräumen über meine Ohrringe gestolpert. Der ist nämlich kaputt, der eine. Was ist denn hier los? Und da hatte ich mir überlegt, dass das doch eigentlich ganz gut zur Gothic-Optik passen würde. Und da die eh kaputt sind und ich keine Lust habe, sie zu reparieren und außerdem sich hier irgendwas verklemmt hat, was ich gerade noch nicht ganz enttarnen kann, werde ich die wahrscheinlich benutzen. Mal gucken. Ich muss mal schauen, wie weit ich komme. Ja. Vor allen Dingen muss ich die ja hier noch benutzen, ne? Ja. Ich muss mir erstmal drüber Gedanken machen. Vielleicht werde ich auch erstmal den Schwan stempeln. Den muss ich ja auch noch irgendwo unterbringen.
Ich weiß nur nicht so genau wie. Naja, irgendwas wird mir einfallen. Ich bin heute etwas kreativlos, musste ich leider feststellen. Aber das geht mir schon den ganzen Tag so. Aber man hat ja mal so Tage, nicht wahr? Ja, also ich stempel jetzt erstmal den Schwan und mach mir mal Gedanken, wie diese Karte mit diesen vielen verschiedenen Punkten aussehen könnte. Bis gleich. Oh, es läuft weiter. Jetzt habe ich mich verschluckt. Ich habe heute definitiv zu wenig getrunken. Das ist immer so, wenn ich so mitten in irgendwas drinne am Machen bin, basteln oder so, vergesse ich's trinken, obwohl ich sonst viel trinke. Mir ist gerade diese Schablone wieder eingefallen. Die hatte ich in einem Ü-Päckchen vom Dieter. Und mir ist eingefallen, dass ich ja auch noch diese Royal Flush Farbe habe. Also es ist Acrylfarbe. Und ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt, was machst du denn mit Rot? So. Dann probiere ich das jetzt. Ich krieg's nicht auf. Jo. Und das Einwurzeln geht schon los. So. Oh Mann. Pinsel wäre auch nicht verkehrt. So, ich versuche mich mal hinzusetzen und hoffe, dass ich trotzdem im Bild bin. Also es wäre jetzt die Möglichkeit, die Schablone hinzulegen und außenrum. Oder ich versuche, also die ist übrigens aus Metall, ich dachte, die ist aus Plastik. Oder ich male die Schablone an. Das wollte ich jetzt nämlich gerade mal ausprobieren, ob das funktionieren würde. Dass ich die kurz so ein bisschen anpinsel und dann einmal da drauf drücke. Ich habe keine Ahnung, ob das geht. Das habe ich noch nie ausprobiert mit Acrylfarbe. Aber, wie ich ja schon mal festgestellt habe, diese Challenge fördert wirklich Kreativität. Und dementsprechend probieren wir das jetzt einfach mal. Im schlimmsten Fall werfe ich ein Stück zugeschnittenen schwarzen Karton weg. So, unten, wo meine Finger sind, ist jetzt wenig bis gar keine Farbe. Also ich glaube, ich probiere einfach beides aus. Das Gute ist, die Karte kann man einfach rumdrehen, wenn es nichts wird. Das habe ich irgendwie schon vermutet. So, es wird auf jeden Fall wieder schweinzisch. Das dachte ich mir schon. Außer dass es jetzt rote Finger gab, ist der Effekt nicht ganz so, wie ich ihn mir vorgestellt hatte. Was nicht so schlimm ist. Ich wollte es ja nur mal ausprobieren. So. Ich glaube, wir machen es doch andersrum. Also ich muss jetzt erstmal kurz die Schablone waschen gehen. Hier sieht es aus, als hätte hier einer geblutet. Metallic. Ich wasche mal kurz ab. So. Neues Blatt, neuer Versuch. Jetzt schon wieder was Neues drauf gerutscht. Ei, ei, ei. So, das Blöde ist, ich kann die jetzt leider nicht so wirklich festkleben. Wir gucken, wir lassen uns mal überraschen, was das hier wird. Was ich hier vorhabe. Ich mache erst mal oben. Und dann schauen wir mal, was passiert. Vielleicht wird es ja ganz nett. So, und in der Schablone hätte ich gerne mehr Farbe. Ab und zu könnte sein, dass mein Dez da mal kurz, also mein Kopf,
mal kurz ins Bild huscht. Was daran liegt, dass ich gucken muss, bis wohin. Ich sehe jetzt nämlich nur noch rot. Ich sehe rot, ja. Ich habe halt die dumme Befürchtung, dass das Rot unter die Schablone laufen wird. Aber wenn das so ist, dann ist das so. Also, wenn ihr euch wundert, das hier wird der Gothic-Style. Ich werde wahrscheinlich einfach zwei Karten machen, weil ich kriege unmöglich das Gemüse zum Gothic-Style. Also mit viel Anstrengung, aber es soll ja auch nach was aussehen. Würde ich da mal sagen. Ich weiß nicht, ob die Farbe da in diese dünnen Pünktchen, ob das so funktioniert, wie ich mir das hier gerade vorstelle. Aber dafür probieren wir es ja aus. Ich habe eigentlich Acrylfarbe hier noch nie benutzt für meine Kartengestaltung. Acrylfarben nehme ich eigentlich entweder zur Herstellung von Texturpaste oder zum Pouring oder Malen. So, wenn ich das jetzt wüsste, was ich nicht weiß, wüsste ich mehr, als ich weiß. Problem wird jetzt sein, dass an der einen oder anderen Stelle so ein Farbblob sitzt, den ich jetzt hier nicht geschmeidig runterbekomme. Aktuell dürfte das gut so kleben. Oh ja, schöne rote Fingers. Ich lasse einfach die Schablone drauf, oder? Okay, sie klebt ein bisschen fest. Naja, gut. Da ist es so ein bisschen drunter gelaufen. Aber hier vorne sieht es ganz gut aus. Es soll ja auch nicht perfekt sein. Es soll ja so ein bisschen, ja, ne? So ein bisschen lebendig sein. So, jetzt haben wir hier gerade rumgewutzt. Probiere ich es nochmal. Ich müsste die schon wieder waschen. Da ist so viel durchgedrückt auf der zweiten Seite. Wie man sieht. Ja, ich gehe mich jetzt noch mal kurz waschen. So, jetzt versuche ich gerade noch was anderes. Also mit dem Gold hat das leider nicht so funktioniert. Deswegen habe ich das jetzt komplett Gold gewischt, also mit diesem, wo ist es denn? Royal Flash Premium Wachs. Und habe jetzt hier so eine Anlegemilch für Haft, also Blattmetall. Irgendwie. Es liegt da hinten. Vielleicht sollte ich hier auch mal die Farbe zumachen. Sicherer wäre es. Das Problem ist, meine Finger kleben auch schon. Oh, da sollte kein drauf. Also, wie man sieht, meine Finger kann ich mir jetzt auch veredeln. Großes Kino. Oh Mann. Ich weiß schon, warum ich das nicht so wirklich oft benutze. Weil ich es nicht mag. Also, ich habe das mal ursprünglich für
Schmuck angeschafft. Aber ja. Juhu. Sieht jetzt alles noch ein bisschen seltsam aus. Wenn das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle, wird sich das dann alles noch ein bisschen verändern. Wenn nicht, dann nicht. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt auch gar nicht mehr, wo ich überall die Milch hingeschmiert habe. Offensichtlich haftet das Zeug auch an dem Gold. Ja, tut es. Also ich hätte die Milch gar nicht gebraucht. Ich kann mir zwar nicht vorstellen, dass das jetzt sehr spannend ist, was ich hier so tue, aber letztes Mal wolltet ihr dann auch den Hintergrund gerne sehen, deswegen. Ich weiß ja noch gar nicht, was hier rauskommt. Von daher, ich lasse mich jetzt mal so ein bisschen überraschen, ne? Nicht auf meiner Scheibe! Ich glaube, es hackt. Ach ja, und ihr so? So. Ich glaube, das langt jetzt auch. Das ist schon fast ein bisschen viel, aber ich muss ja auch wieder was runternehmen. Ja, ich glaube, das Stück kann man vergessen, weil das klebt gerade auf meinem Untergrund ganz gut fest. So. Also ich mache hier nichts Spektakuläres. Ich mache einfach nur Blatt Metall auf meinem Schreibtisch, weil es ist ja überall, nur nicht da, wo es hin soll. So. Gut, das muss ich mich dann später drum kümmern. Ich muss hier erstmal ein bisschen aufräumen und. Beziehungsweise ich könnte. Ich wollte nämlich auch mal ausprobieren, ob man damit hier noch so ein paar Effekte reinkriegt, aber ich glaube, davon sieht man nichts. Nope. Gut, dann anders. Dann muss ich mir da noch was anderes überlegen. Gut, dass wir die Rückseite aufkleben. Ja, wir sehen uns gleich. Ich drücke noch mal auf Pause. So, ich habe die jetzt ein bisschen verziert. Ich habe noch eine Stanze gefunden, die in einem Ü-Paket war. Und habe jetzt auch mal eins von diesen Metallteilen hier verarbeitet. Und hier drinne, muss man mit der Nadel hergehen, da drinne befindet sich im Moment gelber Glowdrop. Bei dem kann ich nicht ganz so viel machen. Also bei dem Stil Gothic mit genau den Farben wird es echt schwer. Deswegen bleibe ich da dezent. Aber ich mache ja noch eine zweite Karte, die dann noch das Obst und Gemüse enthält. Man merkt bei sowas immer, was einem noch fehlt. Also ich habe kein schwarzes Spitzenband. Da musste ich jetzt die nehmen. Und ja, so generell so. Schwarze Metallteilchen wären auch ganz cool. Ja. So einiges, was in meinem Repertoire noch fehlt. So. Jetzt weiß ich noch nicht, wie ich mit der zweiten, also mit der Rückseite weitermache, weil das eine habe ich jetzt nicht den Aufleger gemacht. Ich bin ja auch ein Schäfchen.
Ah, okay. Naja, gut. Dann habe ich direkt die Karte gemacht. Dann klebe ich diese zwei Karten einfach zusammen. Ist ja auch nicht schlimm. Ich war mir jetzt sicher, ich hätte den Aufleger gemacht, aber an den Löchern hätte es mir eigentlich auffallen müssen. Ist ja auch egal. Dann ist das die eine Seite. Die kann man auch rumdrehen zur Not. Weil ihr habt ja immer eins so und wenn ihr es dann hochklappt, eins so. Also das kann ich mich jetzt noch entscheiden, ob das so rum gehört oder so rum. Weil das fand ich so rum eigentlich ganz gut. Naja. Dann gehe ich mal hier auf. So. Und überlege noch, was da drauf kommt, weil ich habe noch keine Ahnung. Also irgendwie führt es fort, was gestern so, ne? Mir ist jetzt nämlich die Kamera abgestürzt, weil ich vergessen habe, den na, sagt's, den Stecker vom Ladekabel einzustecken. Ja, so passiert's. Ich bin jetzt ein Stückchen weiter. Das habe ich eh nicht gefilmt gehabt, weil, ne? Ich sitze hier schon wieder seit 2 Stunden. Den lasse ich in Schwarz-Weiß, weil der Hintergrund ist einfach farbig genug. Und hier möchte ich jetzt noch ein bisschen rumspielen. Ich muss nur gerade erst nochmal gucken. So. Eventuell zoome ich doch ein Stückchen rein, damit ihr ein bisschen mehr seht. Ich muss nämlich auch ein bisschen was sehen von meinem, was ich da auch immer gerade so vorhab. Es ist halt Moosgummi, ich habe es gerade erst festgeklebt. Es kann auch übrigens ruhig drüber sudeln, da kommt noch was drauf. Ich weiß nur nicht, was ich jetzt in der Zeit, wo ich das hier mache, erzählen soll. So, gelb. Weil Nuvo-Drops kann man nicht, zack, kann man nicht nur als Drop verwenden. Man kann damit ja auch ganz tolle Effekte machen. Ich wollte dazu eigentlich mal ein Video machen, was man alles mit Nuvos machen kann. Aber ich bin noch nicht dazu gekommen. So. Dann gehe ich hier nämlich mit der, es war ein bisschen euch viel, mit der Nadel so ein bisschen. Hin und her. Dass die Farbe so ein bisschen, wie man das hoffentlich in der Kamera sehen wird, kann ich im Moment noch nicht sagen, weil ich kann gerade nicht reingucken. Also ein bisschen flacher werden die sowieso, weil die dann noch mal eintrocknen. Also beim Trocknen ein bisschen flacher werden. Eintrocknen ist das falsche Wort. Und deswegen bin ich ja auch so eine Nuvo-Tante, weil die halt so vielseitig einsetzbar sind. Und diese Glowdrops, dadurch, dass die ja im Dunkeln noch leuchten, könnte ich mir das ganz cool vorstellen. Ja, so für morgen, das kann ich ja jetzt schon mal sagen, da muss ich es am Ende nicht sagen, weil das Video wird jetzt doch länger als geplant und dadurch, dass mir die Kamera abgeschmiert ist, weil der Akku leer war, muss ich es wieder zusammenfügen und das hat gestern ewig gedauert, weil erst war was falsch und dann musste ich es nochmal machen und bis der dann hochgeladen hatte, also juh, das war nicht so meins. So, so ist das Prinzip. Ich mache die anderen jetzt noch fertig. Ich überlege, ob ich das Blau mit dem Gelb bei der einen mache. Und das mache ich jetzt aber ohne Kamera, sonst wird es wesentlich zu lang. Ich zoome mal wieder raus. Bis gleich.
So, ich kann euch jetzt leider nicht mitnehmen, um zu überprüfen, wie es leuchtet. Ich versuche aber morgen dran zu denken, euch das nochmal in die Kamera im Dunkeln zu halten. So sehen die jetzt aus. Also ich finde, das ist ein sehr cooler Effekt. Auch wenn mir jetzt das Hintergrundpapier dazu nicht ganz so gefällt. Aber es ist jetzt, ich würde sagen, ja, ist das Expressionismus? Ich bin mir nicht sicher. Mit schreienden Farben, ich glaube schon, oder? Ein expressionistischer Schwan. das ist die. Und das ist meine Gothic Memory Decks Karte. Und da ist eben hier, also das sind mittlerweile zwei Schichten. Das würde ich euch dann auch morgen zeigen, weil ich kann dieses Handy jetzt leider nicht wegnehmen wegen dem Strom. Ich bin gerade etwas gebunden. Hier habe ich versucht, was drauf zu machen. Ob man das sehen wird, weiß ich auch noch nicht. Ich habe noch nicht geguckt. Und das ist die Rückseite, beziehungsweise Vorderseite, Rückseite. Das kann man sehen, wie man will. Ja, ihr Lieben, ich weiß gar nicht, ob ich vorhin den Satz fertig gesprochen hatte. Schreibt mir gerne wieder was in die Kommentare, was ihr gerne sehen möchtet. Habe ich da jetzt reingepackt? Natürlich habe ich da jetzt reingepackt. Es geht aber noch. Was ihr gerne sehen wollen würdet. Und, ach so. Ich bin etwas verwirrt. Ich muss ja noch abhaken. Sonst wisst ihr ja gar nicht, was hier Sache ist. So, ich muss es aber fest. Aua. Moment, ich muss es festhalten. So, die Memory Dex-Karte. Gothic, Schwan, Rostoptik, Obst, Gemüse, also Obst in dem Fall. Und Orange. Drucken über Acrylblock habe ich jetzt nicht so direkt gemacht. Aber da hatte ich ja auch schon, ich weiß jetzt leider nicht mehr, wer den Vorschlag gemacht hatte, da hatte ich ja schon gesagt, das ist dasselbe wie über die Folie und das hatte ich eigentlich schon. Ich werde es mal einklammern. Also für mich ist es, eigentlich ist es für mich abgehakt. Es kann natürlich sein, je nachdem, was ich morgen ziehe, dass ich es dann doch wieder gebrauche. Also ja, die Trauerkarte steht noch, die Blockkarte steht noch, machen wie ich mag und Einladung, muss ich gucken. Ich habe nichts wirklich. Jetzt hänge ich wieder im Kabel. Ich habe nichts wirklich, was dazu passt. So. Ja, das sind dann insgesamt 7 Punkte. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Trotz des Chaoses, trotz des. Ja, wobei ihr habt es ja nicht mitgekriegt. Ich habe es ja hoffentlich bis morgen geschafft, das zusammenzufügen, das Video. Trotz des abrupten Stopps. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr sehen möchtet. Und ja, wir sehen uns dann morgen zu Tag 28. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Fühlt euch geherzt. Ciao.